Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier im Vietnamkrieg. Nun, es ist soweit, Rising Storm 2 Vietnam ist erschienen, also ja, ist schon ein bisschen länger her, dennoch ist dieses Game massivst geil und ich entschuldige mich für die schlechte Aufnahmequalität. Ja, leider ging da etwas schief, aber das macht nichts. Ich hoffe, ich kann euch jetzt trotzdem ein bisschen unterhalten. Wir spielen hier auf Seiten der US Armies, also wir sind ein GI und haben Lust, ein paar Nordvietnamesen natürlich in die Fresse zu treten, beziehungsweise ein paar Köpfe zu verteilen. Und ich hoffe, mein Team spielt jetzt hier auch ein bisschen mit und ich werde ja auch ein bisschen was kommentieren, was ich hier zu tun und zu lassen habe. So, jetzt erstmal gucke ich mal, was geht hier vorne denn ab. Nochmal zur Information, Rising Storm 2 Vietnam ist ein Spiel, welches sich nicht mit Battlefield oder Call of Duty messen möchte, sondern es zielt hier mehr oder weniger auf die Hardcore-Fans ab. Das bedeutet ein oder zwei Schüsse und ihr seid tot. Okay, meine Kollegen sind auch schon da. Und da hinten wird definitiv geschossen. Wow. Nun? Ich sehe keinen. Aber der Kollege, glaube ich, da unten, den hat es gerade erwischt. Aber dennoch, wir müssen vorwärts, Leute. Wir müssen zwei Punkte einnehmen und der Modus ähnelt etwas dem... Ja, sagenhaft, den Rush-Modus aus Battlefield, was aber auch richtig geil ist. Hier muss man einnehmen und nichts zerstören. Okay, erstmal fast tot. Egal, wo ist der Kollege hin? Ist er tot? Okay, geh mal vor. Scheiße, Artilleriebeschuss. Weiter, weiter, weiter. Ist hier irgendetwas? Irgendwie vor lauter Krach, du kannst ihn nicht. Okay, da oben. Okay, vor lauter Krach, da kannst du dich nicht wirklich konzentrieren. Deswegen, es ist ein Spiel, wo ihr wirklich die Augen offen halten müsst, ja. Okay, das ist ein Mitspieler. Das heißt, ihr müsst auch unterscheiden können, ja. Sind das eure eigenen Siegkameraden, sind das die Gegner? Denn Teamkill wird hier bestraft. Und zwar, glaube ich, beim Respawn mit 10 Sekunden und minus 10 Punkte. Das ist bitter. So, schauen wir doch mal da hoch. Okay, hier ist alles frei. Oh, AC-47 Gunship. So, da. Ist nicht da unten. Da unten ist was. Schön. So, habe ich eine Nade? Ja. Und alles klar, alles klar. Okay. Ja, bin tot. Ich bin tot. Es kommt vor. So, der Typ, der labert immer mal wieder ein bisschen was dazwischen. Der will uns Anweisungen geben, aber ich verstehe ihn nicht. Nein. Nein, nein, nein. Okay, weiter geht's. Ich muss jetzt mal über die rechte Seite ran. Oh, oh, oh. Nice, Alter. So, jetzt, das ist jetzt auch ein richtig geiles Feature. Und zwar, wenn ich getroffen werde, bin ich nicht sofort tot, sondern ich blute erstmal. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich selber zu verbinden. Das geht bis zu zweimal. Und jetzt bin ich wieder ganz der Alte, das heißt, ich habe einfach immer Bandagen bei mir und dann kann ich meine Blutung stoppen. Oh, so blöd wie das klingt, ne? Ich habe Blutungen. Nee, es ist wirklich so, also wenn ich die rote Welle da so erreicht, ne? Ja, Tante Erma oder so zu Besuch ist, dann könnt ihr euch da selber bandagieren, das ist richtig geil. Stoppt euch irgendwie so ein Bandagen, ein paar Mullen rein, passt. Ihr seid wieder der ganz der Alte. So, mal gucken, was die Kollegen machen. Okay, ich muss... Hier ist nichts. Alles klar, dann versuche ich mich jetzt mal trotzdem ein bisschen hier über die Seite ran zu pirschen. Yo, nice. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Oh, das könnte eine geile Pose sein. So. Das B müssen wir einnehmen. Jetzt gucke ich einfach mal, dass ich sie vielleicht hier von der Seite ein bisschen wegholen kann. Ja, warte was. Ja, da läuft doch was. Scheiße, das geht daneben. Das geht daneben. Fuck off, Alter. Okay, probieren wir es mal mit einer Nade. Kann ja nur funktionieren. Obwohl. So, ich hoffe, habe ich den erledigt oder nicht? Egal, anhitten ist auch schon viel wert. Weil wie gesagt, wenn die bluten oder so, dann sind sie auch jetzt mal 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden oder so vom Schlachtfeld erstmal weg. Das ist also wichtig, bis dass sie die hier verbunden haben. So, naja, das ist doch eine geile Pose. Hier kann ich doch ein bisschen was wegholen. Okay, nice. Scheiße, keine Munition mehr. Lad nach, Digga. Lad nach.
Alles klar. Okay. Immer schön da hinten rein. Verdammt. Okay, ich hole auf jeden Fall immer mal wieder einen weg. Das ist richtig gut. Oh, jetzt hat er mich mit einem Raketenwerfer weggeholt. Was ist das denn für ein Arsch? Alter, bist du ein Arsch, ey. Toll, du sollst einen Raketenwerfer gegen Hubschrauber einsetzen, nicht gegen den Landvogt, ey. Spinnt der? Geht überhaupt nicht. So. Geht dann halt wieder von vorne, ne? Okay, jetzt ziehen wir ein bisschen auf den Balkon. Mal gucken, wo der Feind sitzt. So, hier hinten kommen sie normalerweise immer. Na, da ist was. Alles klar, erledigt. Ihr habt auch kein Hitmarker in dem Spiel oder so. Ihr müsst euch auch ein bisschen drauf verlassen, was der Sound hergibt. Und zwar hört man eigentlich ganz gut, wenn ihr jetzt jemanden anhittet oder wenn ihr im Header landet. Das zischt so schön. Das ist aber auch eine richtig geile Pose. Es sei denn, da hinten ist ein Sniper. Dann werde ich gefickt. Das ist nicht so schön, oder? Alter, was jetzt? Alter Schwede, fuck. Das ist so fett. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber das ist so richtig geil. Auch was, oder? Ich muss Bumm machen. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gleich drauf oder so. Okay, war der Team noch voll. Fein ist das der gefreite See. So, schauen wir mal wieder. Jawohl. Geil. Schön alle wegholen, ey. So gehört sich das. Jawohl. So. Hä? Was bist du denn hier? Hast du mal Mettbrötchen dabei? Ach so, du packst erstmal dein Gerät aus. Das ist aber ein großes Ding. Was machst du denn jetzt? Ja, da bin doch ich, da brauchst du doch nicht durchgucken. Ach so, ja. Oh. Ja, das ist das Problem. Aber das war jetzt, glaube ich, ein Sniper, oder? Oh, shit. Geht's da lieber mal zurück. Oh. Ja, gleich. Den Sniper, den gucke ich mir jetzt trotzdem mal an. Okay, wo sind meine Kollegen? Das sind auf jeden Fall ein paar bei C. Aber ich will da trotzdem mal gucken, wo der Sniper ist. Oh, langsam. Langsam. Mal gucken. Da ist doch was. Zack, da war er. Da war er. Alles klar, Alter. So, nachdem du hier meinen Kumpel über den Kopfschuss getötet hast, ja. Und jetzt sozusagen ihn mit dem Mettbrötchen, na Quatsch, mit seinem Gerät hier allein gelassen hast, da habe ich halt gedacht, nur snack ich dich halt weg. Oh, oh. Alles klar, Digga. Das ist nicht freundlich. Ah, eine Artillerie hinterher, ist klar. Okay, ich muss dort rüber. Beziehungsweise wir müssen dort rüber. Wir schaffen das nicht, wir kommen nicht wirklich rüber, das ist das Problem. Der Kollege schießt hier mal vorsichtshalber rüber, Speerfeuer oder so. Hallo, Sniper. So, das Gunship ist auch in der Luft. So, wir sind wieder immer mal wieder ein paar Gegner. Okay, 60 Sekunden verbleiben, das ist Mist. Wir haben 60 Sekunden Zeit, um den scheiß Punkt einzunehmen und wir sind immer noch nicht drüben. Okay, ich muss mich ein bisschen schicken. Ich glaube, ich habe hier einfach alleine keine Chance, das einzunehmen. Okay. Ja, wir hätten dann. Na, das sind zu wenig. Okay, schauen wir, dass wir hier einfach noch ein paar wegholen. Genau. So. Hier vielleicht? Da noch was? Nein, nicht. Okay. Oh, da kommt. Da kommt eine Nade. Da kommt eine Nade. Kann ich. Im Magazin nicht mal voll. Kann ich eine Nade zurückwerfen? Okay. Hoffen nicht, dass da wieder gleich Feind runtergerusht kommt. Okay, mit der Nate habe ich keinen weggeholt, das ist doof. Oh, da war es wieder. Da hat es wieder gefloppt. Gefloppt im Schädel. Okay, Leute, ich glaube, die Runde ist gleich vorbei. Ich hoffe, euch hat das Gameplay einigermaßen gefallen. Ich werde definitiv noch mehr Content raushauen. Über die Aufnahmequalität, es tut mir leid. Ich bastel dran rum, dass es wieder besser wird, gell? Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Landvogt. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, teilt das Video, wenn ihr Bock habt. Und vor allem, wenn ihr mehr vom Vietnamkrieg sehen wollt, ja, abonnieren. Ihr wisst das.
So, oh ja. Vietnamesen spielen. Spiel beitreten. Warten auf Spieler 7, 6, 5, 4, 3. Oh Gott, oh Gott! Oh, mach die Aufnahme zu Ende. 1!